Hallo und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich habe Kupfer gefunden da hinten, aber ich habe hier erstmal Nüsschen gefunden. Rollende Nüsschen. Was ich ziemlich witzig finde. Super witzig. Ich mag's. Keine Walnüsschen mit Sachen drin. Platz. So, Kohlenstoff und so. Intensives Natrium habe ich, ja. Lustige Nüsschen, Papiernüsschen. Tetrakobalt, noch Platz für. Am Hang ist das, glaube ich, ziemlich scheiße. In dem steilen Hang. Wow, willst du hin? Halt! Natrium habe ich noch Platz. Ja, Bin hier geblieben. Oh oh. Er hat zu viel angefasst. Ah, es ist dunkel. Ich sehe nichts. Nein! Nein, 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 nein. Shit, 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 shit. Rick, so. Voll. Ich glaube, das ist nämlich mehr wert als das. Holy hell. Jetzt ist unser Inventar ganz schön voll mit wichtigem Shit und kein Platz mehr für Kupfer, würde ich sagen. Haha, toll. Ich muss dann irgendwie wieder nach Hause kommen, ey. So weit weg, oh mein Gott, der Wahnsinn. Ich würde sagen, da müsst ihr jetzt mit mir durch. Haha, wow. Voll schön. Voll weit weg, dieses Kupfer. Oh Mann. Habe ich noch Platz für Perlen? Zwei Perlen habe ich noch. Wenn den Platz ja wohl voll ausnutzen. Ja? Au. Zugeschlagen. Abgeschlagen. Oh oh. Das sieht aus wie eine Kupfervorkommen, was nicht wirklich existiert. Oh nein, don't. Tu mir das nicht an. Shit. Oh, Kack hier. Ja, das sehe ich. Mist. Hat sich alles nicht gelohnt. Uhuhuhu. Mein Ding ist wirklich angezeigt. Mein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, ich bin eben in der Raumstation und um meinen mit chromatischem Metall zu besorgen und um die ganzen Sachen zu verkaufen, die wir gefunden haben, in der Hoffnung, dass sie viel wert sind. Okay. So, ja. Das ist nix. Das ist auch okay, auch wenn es wenig ist. Schiff. Ja. Tetrakobalt, das. So. Das jenes. Mhm. Ah, Gold. Na gut, das ist nicht genug, um es sich lohnt, großartig. Okay, habe ich jetzt wieder Platz hoffentlich im Inventar? Ich denke schon. Das könnte ich auch noch verkaufen. Und das auch. Ja, so, kaufen. Wahrscheinlich eher nicht. Doch. Ja, wunderbar. Da schlagen wir direkt zu. Oh Gott, das ist teuer. Ist okay. Nehmen wir ruhig so mit. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich habe, man kann doch mit dem Scanner-Modul, mit F, kann man doch eigene Waypoints machen. Einfach mit E gedrückt halten auf eine leere Stelle. Und ich habe jetzt da einfach so ein Ding hingesetzt und anscheinend eigene Markierung. Es funktioniert, Gott sei Dank. Das heißt, wir können unser Haus da hinsetzen. Brauche ich noch irgendwas für... Ach, keine Ahnung. So. Mal richtig drehen. Und los geht's. Durch den schönen Ring fliegen. Piu.
Einfach nur eine schmale Schicht aus Staub und kleinen Kometen, also Asteroiden, also Stein. Pilzbrocken. Sehr hübsch gemacht. Bin ich aber durchgeflogen. Ist hübsch. Auch sehr, sehr dünn. So wie im echten Leben, glaube ich, auch. Sind die, glaube ich, auch mega dünn. Diese Streifen vom Saturn. Mit mega dünn meine ich Meter, glaube ich. Das Ding ist nur ein paar Meter dick. Aha. Lululululu, landen. Wunderschön. So. Hätte übrigens an der Kupferstelle, die ich gefunden habe, so viel Kupfer gefunden. Eins. Das war deprimierend. So. Den Bordcomputer will ich nicht so weit weg hinstellen, weil da landet das Schiff. Das war die falsche Taste. Nehmen wir die. Bordcomputer. Basiscomputer heißt das Ding. Hi. Yay. Beanspruchen. Hui. Freude ist groß. Haha. Ich habe da mal eine ganz gute Welt gefunden. So, wollen wir aber direkt ein Tor bauen können? Das ist nämlich zwar ohne Strom One-Way, aber immerhin. Bei Röhrens 4 Platten. Okay, ups. Bei Röhren 4 Platten, also. Erstmal identifizieren. Dann abbauen. Okay. Sehr schön. Was mache ich eigentlich am besten mit Paraffinum? Weil viele Quests wollen Paraffinum haben. Wäre eine Idee. Planeten haben oder nicht haben, ne? Identifizieren. So. Okay, also wir brauchen. Mehr? Mein Spirit kann ich nicht umwandeln. Au! Geh weg! Hätte ich meinen Rost nicht abgegeben, hätte ich den umwandeln können, den Spirit Staub in Massenwald, aber nein! Das war nicht klug genug von mir. So. Kohlenstoff. Okay, hier muss ich eh Platz machen. Also da so. Auch weg. Weg. So. Eins, zwei. Den kann man direkt hier neben stellen. Da ist gut. Du kommst, nein. Nein. Aha. Sehr schön, sehr schön. So, 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 so. Will ich direkt ein Haus bauen? Vielleicht. Eventuell, aber hier auf jeden Fall schon mal gespeichert. Das ist wichtig.
Hier hatte ich nochmal leer. Ich nehme mich mit. Muss ich auch mitnehmen, sorry. Du darfst erstmal da bleiben. Cool. Hi. So, Signalbooster, genau. Bitte Signal triangulieren. Triangulieren, wie auch immer. Wo muss ich denn dafür hin? Ich glaube nirgendwo. Kann ich es einfach hier machen eigentlich? Eigentlich schon. Test mal kurz. Genau, wo ist da? Tülülü, bla bla bla, bla bla bla. Okay, cool. Das war ja easy. So, dann kehre in den Weltraum zurück. Okay. Yo, Artemis. Als ich mich zum ersten Mal in den Himmel zuwandte, wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Die Schönheit, das Mysterium, das Abenteuer, die Gefahr und hier sind wir jetzt, nicht wahr? Geh zu einem Holo-Terminus und lade deine Daten hoch. Es ist Zeit, dass wir uns finden. Okay, okay. Haben wir hier einen Holo-Terminus? Hoffentlich in der Nähe, ja? Uralte Ruine? Okay. Okay. Kommen die auf meinen Planeten? Jo. Dann mal rüber da. Finde echt immer das nächste? Also es ist schon ziemlich weit weg für das nächste. Hm. Glaub ja nicht daran. Bin ja nicht so der Belieber, wenn man das nächste unbedingt ist. Keine Ahnung. Hätten ja auch eins näher generieren können, weil die sind ja eh prozedural generiert und generieren sich ja sicherlich erst, wenn man es aufdeckt. Ah, naja. Das kommt mir bekannt vor. Obwohl, das liegt, glaube ich, immer noch an diesem einen kleinen Berg, der da draus paukt. Pokiberg. Poki, Poki. Jetzt aber landen hier. Okidoki. Wow, wow. Weiter. Und rauf da. Aber da, aber da, aber da. Wir werden mal zur nächsten Folge das Spiel mal neu starten, in der Hoffnung, dass es dann sich vielleicht beruhigt hat mit den Erkundungen oder Entdeckungen, dass ich die Tiere hochladen kann, beziehungsweise dass ich einen Bonus kriege für meine 14 gebundenen Tiere. Was sonst echt ärgerlich wäre. 500 Maniten oder sogar mehr, weil es 14 sind, nicht nur 10. Ich glaube, es sind sogar 600 oder 650 sogar. Das ist verdammt viel. Viele Maniten. Das ist ein riesengroßes Upgrade. Oder zwei. Für mein Werkzeug. Der Turm verfügt über mächtige Sender. Haben wir schon mal gemacht. Aktivieren. Go, go, go. Yo. Was geht denn? So. Achso, deine Position trianguliert, melde dich, sobald du Daten erhalten. Ja. Ausgezeichnet, wir bekommen wirklich voran. Moment. Ich werde. Artemis überträgt ein paar eigene Daten. Es ist eine Sternkarte, die den Himmel bei seiner Position zeigt. Ich habe keine Ausrüstung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht einmal, wie lange ich schon hier bin. Also werde ich es auf die altmodische Art versuchen. Ich habe die Sterne gezeichnet. Wenn du bei einer Raumstation vorbeikommst, werden dir die Bewohner mit unseren Sternenmustern weiterhelfen können. Mein Schiff war in der Nähe. Also können wir nicht weit auseinander sein. Okay. Ich werde dich mit meinem Übersetzer verbinden, damit du sie auch verstehst. Du musst ihn aber zuerst kalibrieren. Es sollte nur ein paar Wörter nötig sein. Okay. Viel Glück. Vielleicht bis bald. See ya. Okay. Habe ich Rezept gelernt, ja. Ups. Ja, Moment. Erstmal hier bitte. Nein, da. Hallo, do it. Thank you. Ein davon und ein Kupfer. Toll. Das ist kein Kupferrahmen. Schiffchen da.
Oh. Boink. Den habe ich aber nicht gemacht, den Boink. So, okay. Zack. Das wollte ich nicht. Ich wollte Raumschiff. Und zack. Apropos, ich kann das jetzt endlich mal rüberschicken. Und die auch und die auch. Und die auch. Ja. Okay. Was war in der Nähe? Irgendwie nicht. Na gut, dann zurück. Auf zum Atem. Raumstation für Material. Und die Typenfragen natürlich. Ich weiß immer noch nicht, wie diese Übersetzer funktionieren sollen, weil irgendwie kommt es mir vor, als wenn ich noch nie ein Wort davon gekriegt hätte. Wo ist die Raumstation? Ich glaube, hinter dem Planeten mal wieder. So, Küpferli. Wow. Geld, technisch 5 Millionen. Das ist noch nicht so viel, leider. Ich dachte, dass wir uns schon mal hier nach einem Raumflug umgucken könnten, aber 20 Millionen sollte mindestens drin sein, ansonsten kriegen wir nichts Anständiges. 30 wäre schon optimal. Und ich habe letztens einen geilen Frachter gesehen. Das waren auch ein Ding, so einen, wie wir haben. Wie heißen die? Was ist das für eine Sorte? Jäger, genau. Ein S. Nee, war es schon S? Ich glaube, es war ein A-Klasse Jäger mit, ich glaube, 48 Platz. Das war krass. Nee, 48, 38 Platz und 12 Technikplätzen. Richtig mega gut. Was wollte ich? Ich soll bald mit Leuten reden und ich brauche Kupfer, deswegen muss ich erstmal. Ich glaube, im Markt gab es kein Kupfer. Müssen wir auf die Leute warten, aber vielleicht können wir schon mal mit denen reden hier. Hi. Jojo, was geht denn? Mhm. Nähersprache? Wäre bitte immer gut für den Anfang. Lebensform. Oh ja. Was ein Wort. Gut, kann ich Sachen abgeben? Ja, ne? Bitte mal meinen tollen, verbackten Bildschirm ansehen. Yay. Einreichen. So. Kreaturen. Planeten. Und mehr passiert nicht. Ansehen. Viking. Nice. Ja, lass mich raus. Das war's. Manchmal wird das recht sogar nicht mal angezeigt. Ah. Gut. So wie jetzt. Schön. Gar nichts. Ja, lass mich raus. Lass mich aus dem Bildschirm. Dankeschön. Naja. So, Kupfer gibt es hier sicherlich nicht. Das hätte ich ja vorhin schon gesehen gehabt. Laufen. Nope. Nein, das heißt, ich muss auf Händler warten, die hier vorbeigeflogen kommen. So wie der da. Oh, der ist 31. Hier, 17.000, sag ich doch. Gibt's ja nichts sonst. 17.4. 21.5, nein. Bla bla bla. Mach hin, da ich hab nicht irgendwie Zeit. Kaufen. Ich brauche nur Kupfer. Weg, weg, weg. Nächster bitte. Ja, ja, ja. Kaufen. Atrium, Sauerstoffstraße, bitte da. Kupfer! Wuhu! Bingo, bingo! Und 500 Kupfer nehme ich. Schön. Bye. Okay. Das hätten wir. Dann eben kurz das hier einbauen. Zack, zack.
Nächste Kiste. Und nun, hallo. 30,4. Uff. Mann. Sprich mit Elsen, um deren Dialekt zu erlernen. Lerne Worte aus Ukraine. Das ist in Ordnung. Und hier manche Sätze, um einen Exon zu Konversationen zu übersetzen. Ja, gut. Hi. So. Bewohner Außenposten entdeckt. Ja, ja, ich will aber mit denen hier rein reden. Boah, schon ganz neu. Sollte ich nicht. Uff. Der ist kacke. Bruder? Hm. Den würde ich sofort nehmen, ey. Kann ich einfach hier Botte lernen? Zack. leeres Symbol. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. So, ich habe genug Wörter gelernt. Jetzt habe ich hoffentlich noch welche übrig, mit denen ich über Dingens reden kann. Über den Aufenthaltsort von Artemis. Aha. Oder auch nicht. Moment. Megimi. Ja, ja, ja. Aber wo, wie, wer und so. Muss ich dafür jetzt dahin? Okay, anscheinend. Dann machen wir das. Nee. Oh, gar nicht. Auch nicht. Ja, ganz ehrlich, doch, ich weiß. Ich weiß. So, okay. Da soll ich hin. Dann fliegen. Halt. Dann fliegen wir hin. Kommt gut voran und es macht mega Spaß. Ich weiß nicht, dieses Spiel, ich kann irgendwie Stunden hier drin verbringen. Weiß, manche sind immer noch echt abgeneigt. Wegen, damals, als es gestaltet hat, war alles scheiße. Und es ist immer noch alles scheiße. Jetzt ist alles wunderbar. Es ist alles wunderbar. Nehmt es einfach als komplett neues Spiel. Vergesst damals den Start des Spiels. Denkt, dass es mit Beyond bzw. mit Next neu geboren wurde. Ja, es wurde neu geboren. Und es ist besser denn je. Und es ist jetzt endlich ein Spiel, sagen wir es mal so. So wie es angekündigt wurde. Ich find's gut. Ich liebe es. Ich mag es gern. Hi. So, mit denen soll ich jetzt reden. Hallöchen. Hey, Bedeutungslosigkeit wird bei der Konvergenz nicht geduldet. Von Interesse, aber nicht von Wert. Ist wer war von Artemis Übersetzer zeigt mir, dass ich bei den Korvax noch keinen Eindruck hinterlassen habe. Ich muss meinen Rang verbessern. Shit. Wie viel denn? 2. Uff. Okay, erstmal brauche ich mehr Dialekt. Die Korvax sind ganz, ganz neu für mich. Ah, damit. Aha, nicht. Okay. Ja. Bla-di-bla. Mehr Sprache. Freundschaft. Okay, geil, weil irgendwie alles bei allem dabei ist. Irgendwie. Ist auch neu. Mhm. Total enttäuschend, finde ich auch. Zack. Handel ist immer gut. Ach, toll. So, das Loot. Loot nehme ich immer. Das mit mehr Loot. Ja, mitnehmen ist ordentlich Ferritstaub.
Das ist gut. Konvergenz, Dingenswürfel ist immer gut. Dann kann ich jetzt mal unseren Ruf einsteigern. Boink. Glaube ich zumindest. Ja, total enttäuschend, ich weiß. Das Gehäuse brauche ich dafür keinen Würfel. Mist. Verdammt! Okay, dann werde ich wohl erstmal Würfel suchen müssen, ne? Also die Dinger da. Gut, ich würde sagen. Ja, bis gleich.